Der Audi Star Talk. Heute aus dem Audi Forum Neckarsulm. Zu Gast ein Weltstar des Fußballs, Michael Ballack. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen, Michael Ballack! Schönen guten Abend, Michael. Bitte schön. Michael Ballack, meine Damen und Herren. Bitte schön. Ja, Michael, erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass wir Sie hier haben, denn Sie sind ja, was man so oft von Ihnen selber schon gehört hat, nicht mehr allzu lange bei uns in Deutschland, sondern planen ja vielleicht im Spätherbst Ihre Karriere auch nochmal den Sprung über den großen Teich. Ich meine, Sie haben einen großen Vorteil gegenüber manch anderem früheren Weltstar. Sie sind, glaube ich, sehr gut in Englisch, gell? Also Sie haben ja in England auch gut Englisch gelernt. Ja, ich habe 4 Jahre da gespielt und... Sprechen also perfekt. Ja, perfekt, weiß ich nicht, mit Fehlern sicherlich noch behaftet, ganz klar, aber man eignet sich natürlich wirklich schon gutes Englisch an, vor allen Dingen mit den Jungs da jeden Tag zusammen, und 4 Jahre ist schon eine Zeit, wo man dann ganz gut spricht. Es soll ja auch manche anderen Weltstar, deutschen Weltstar gegeben haben, der sein Amerika-Abenteuer gestartet hat und der sprachlich, sagen wir mal, durchaus etwas zu überraschen wusste. Da wollen wir doch gerne nochmal reingucken. I hope we have a little bit lucky and can win next year the American Soccer Championships. Ja, Lothar Matthäus hat auch mal sein Glück in Amerika versucht. Franz Beckenbauer hat sein Glück in Amerika versucht. Was ist es denn, was Sie sich von Amerika erhoffen? Franz Beckenbauer hat zum Beispiel gesagt, er ist dort eigentlich auch zum Weltmann gereift. Nicht nur zum Weltstar auf dem Platz, sondern auch zum Weltmann. Ja, noch ist es ja nicht fix. Also ich habe gesagt, dass die Tendenz... dahin geht, aber es ist noch nichts fix. Aber wie gesagt, seit Beginn meiner Karriere habe ich ja oft damit schon kokettiert, dass ich mir vorstellen kann, mal gegen Ende der Karriere vielleicht noch, um die ausklingen zu lassen, noch mal 1-2 Jährchen dort zu spielen. Und wir sind da in Gesprächen und die Tendenz geht im Moment dahin, aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Reden wir ein bisschen noch über Bayern München und auch, sagen wir mal, die Bundesliga. Das ist doch für Bayern München schon ungewöhnlich, dass jetzt zweimal eine andere Mannschaft deutscher Meister ist. Also wenn jetzt vor 2 Jahren einer hingegangen wäre wie Sie und gesagt hätte, da werde ich auf jeden Fall zweimal deutscher Meister, der hätte jetzt aber komisch geguckt. Woran liegt das? Sind die Bayern nicht mehr so gut oder ist Dortmund so alles überragend? Ja, vielleicht sind die Spieler schlechter geworden, ich weiß nicht. Ja? Na, ich denke, wenn man die Mannschaft sieht, FC Bayern, dann... Also so gut war unsere Mannschaft damals nicht, glaube ich. Jetzt würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also international zumindest, glaube ich, haben wir nicht die Qualität, die heutige Mannschaft besitzt. Und auch das sieht man ja auch an den Transfers und dem Geld, was der FC Bayern da in die Hand genommen hat. Aber auch die Konkurrenz ist ganz klar. Mit Dortmund ist eine Mannschaft jetzt da, die es vorher so vielleicht nicht gegeben hat. Vielleicht Werder Bremen. Ja, in ihren besten Zeiten das ein oder andere Jahr dann auch mal Konkurrenz gemacht oder immer mal wieder die ein oder andere Mannschaft, die ein fantastisches Jahr gespielt hat. Was macht Dortmund denn aber aus? Was macht Dortmund denn so besonders? Ich denke einfach, da ist eine Mannschaft zusammengewachsen, die gut überlegt zusammengekauft ist, mit meiner Meinung nach überschaubarem Geld und auch guter Jugend. Da muss man immer Glück haben, dass man vielleicht 1, 2, 3 Jahre gute Jugendarbeit oder viele Spieler, viele in Anführungsstrichen, wenn es 1, 2 sind, ja, ist das ja schon sehr viel, nach oben kommen. Muss und, sofort Fuß fassen und den einen oder anderen wie Kagawa natürlich, mhm, die dann voll einschlagen. Und sie haben natürlich einen überragenden Trainer und ein überragendes Stadion. Das hatten sie schon immer, überragende Fans. Aber das zusammen macht sie, glaube ich, oder hat sie in den letzten 2 Jahren eben zu der Mannschaft gemacht, die zweimal, denke ich, überragend und verdient deutscher Meister geworden ist. Und, was jetzt noch kommt oder kommen muss, ist natürlich der Schritt international, das zu bestätigen. Wenn man sieht, Bayern, ja, jetzt schon wieder eigentlich klar geschlagen für Bayern-Verhältnisse auf dem zweiten Platz, in der Champions League so weit gekommen, dann
Und Dortmund eben so klar eigentlich auch aus zweiter Jahr ausgeschieden, dann fragt man sich schon, wie kann das sein? Ne? Also ich denke, das ist jetzt, glaube ich, auch für Dortmund der nächste Anspruch oder muss es sein, dann auch international Deutschland da so zu vertreten, wie sie es eigentlich auch national verkörpern. Sie sprechen von Jürgen Klopp als überragendem Trainer. Was uns allen natürlich auffällt, ist, der ist ein unglaublich kommunikativer Typ. Der haut coole Sprüche raus. Was macht denn in Ihren Augen seine Qualität aus als Trainer? Was ist für Sie so überragend? Ist es auch das? Ich bin jetzt nicht unmittelbar dabei, natürlich in Dortmund in jedem Training, aber man hört natürlich auch einiges von Spielern und ich glaube, das Bild, was er in der Öffentlichkeit abgibt, in den Medien, ist natürlich ein sehr lustiges, ein sehr emotionales Bild, aber ich glaube, er ist auch ein sehr harter Hund und hat auch seine Meinung. Ansonsten, glaube ich, hat man die Mannschaft nicht so im Griff oder man bekommt nicht so ein Ergebnis, was man sich vorstellt oder wie man sich vorstellt, Fußball zu spielen. Ich denke, so Felix Magath auch witzig. So ungefähr. Also ich glaube, die Dortmunder trainieren sehr, sehr hart und tun sehr, sehr viel für den Erfolg. Und ich glaube, dass er ein Trainer ist, der auch keine zwei Meinungen duldet, sondern ich glaube auch, was er sagt, das ist Gesetz. Und das ist wichtig, glaube ich, als Mannschaft oder als Team, dass man einen Trainer hat, der die Richtung vorgibt und eine Philosophie hat und sich da nicht in die Suppe spucken lässt, sondern er, glaube ich, macht das zwar in einer sehr smarten Art, vor allen Dingen nach außen, das passt, aber ich glaube, intern spricht er schon Klartext. Wie werden Sie Leverkusen in Erinnerung behalten? Das ist ja so ein bisschen zwiegespalten, ne? Die erste Phase Leverkusen vor vielen Jahren, die war großartig. Die zweite Phase Leverkusen ist wahrscheinlich unter der Rubrik zum Vergessen. Ja, unter sportlichen Gesichtspunkten sicherlich zum Vergessen für mich persönlich. Unter dem, was ich daraus gelernt habe, auch wieder, muss ich sagen, habe ich natürlich viel gelernt, begleitend auch mit dem Thema Nationalmannschaften in den letzten zwei Jahren. Ab der Verletzung natürlich, wie sich vieles schnell auch selber unverschuldet. Ich war ja verletzt und konnte ja eigentlich oder habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nicht schlecht gespielt oder die Leute enttäuscht, sondern ich war ja einfach nur verletzt lange. Und in der Zeit konnte ich natürlich keine guten Leistungen bringen. Und was dann natürlich gekommen ist, wie sich Meinungen verändert haben, wie sich der Wind teilweise bei verschiedenen Personen gedreht hat, was meine fußballerische Einschätzung und persönliche und menschliche Einschätzung teilweise auch betrifft, das war natürlich für mich sehr, sehr lehrreich in der Zeit. Und da habe ich natürlich auch viel mitgenommen. Da muss man sogar einen Satz anhören wie, es ist eine Ehre, auf der Bank zu sitzen dabei. Das war auch unschön. Das hat auch wehgetan, glaube ich, oder? Wenn man so eine Karriere hat. Ja. Also den hätte er sich schenken können, oder, Robin Dussel? Ja, den hätte er sich auch schenken können, aber... aber trotzdem kann ich das auch einordnen. Und, aber das war auch eine wichtige Zeit für mich jetzt, die zwei Jahre. Michael, ich fand es in den letzten 15 Jahren oft interessant, auch mit Ihnen zu arbeiten oder Sie als Journalist auch an der Seite zu begleiten. Sie waren durchaus ein Typ, der auch ganz gerne mal launisch war. Ich glaube, das darf ich heute sagen. Aber Sie sind auch eine kantige Figur und ich hoffe doch sehr, dass Sie uns auch über das Fußballspielen hinaus in irgendeiner Form erhalten bleiben. Ich weiß nicht, ob man da schon was zu sagen kann. Wollen Sie mal Trainer werden oder mal als Manager den Spielern das Gehalt zusammenstreichen? Ja, er hat es ja schon gesagt. Also ich bin natürlich oder selber ein Riesenfußballfan schon immer gewesen. Fußball ist natürlich das, was mich mein ganzes Leben oder fast mein ganzes Leben begleitet hat, wofür ich immer alles gegeben habe und wofür auch mein Leben oder irgendwo steht. Ein Hobby zum Beruf machen ist das Schönste, was man sich, glaube ich, vorstellen kann. Und jetzt zu sagen, nur weil die Karriere irgendwann aufhört, ich habe nichts mehr mit dem Fußball zu tun, das wird sicherlich nicht passieren. Michael, es war sehr schön. Meine Damen und Herren, Michael Ballack im Audi Star Talk.